Ich habe gerade eben den Hinweis bekommen, dass die Kollegen der Polizei was sagen möchten. Ich richte mich an die Versammlungsteilnehmenden hier auf dem Rosa-Luxemburg-Platz. Aus ihrer Versammlung heraus wird fortwährend und flächendeckend gegen die Infektionsschutzverordnung des Senats von Berlin verstoßen. Die Einhaltung der Sicherheitsabstände von 1,50 werden. Versucht mal bitte jetzt, hallo, ich bin der Roald vom Demokratischen Forum. Ich habe letztes Jahr mit unserer Bewegung keine einzige Demo aufgelöst bekommen und die Bürger haben auf uns bitte, bitte gehört. Wir haben hier eine Möglichkeit, die Polizei zieht die Sache durch. Nein, haben sie bei uns letztes Jahr nicht gemacht. Also, wir haben zwei Möglichkeiten. Ganz klar, am 6.6. haben wir eingeführt. Wir halten uns da dran. Wir haben das Mummenschanz genannt, ohne Abbruch. Mummenschanz ohne Abbruch. Was wollt ihr? Wir reden jetzt von denen. Hier, Sapperlätzchen und Abstand. Das hat nichts mit Demokratie zu tun. Deswegen, da rufe ich nicht Demokratie. Dabei, bei den Verordnungen, sage ich Mummenschanz. Wollt ihr Mummenschanz, dann gehen wir auseinander. Ohne Abbruch. Wir haben hier keine anderen Möglichkeiten. Dass das undemokratisch ist, müsst ihr nicht uns und der Polizei zurufen. Die meisten Polizisten wissen das selber. Und ich glaube schon, dass der ein oder andere früh vorm Spiegel steht und sich sagt, wo muss ich heute wieder hin mit meinem Gesicht, um das Gesicht zu zeigen. Und wir wissen, dass es immer weniger Polizisten sind, die das machen. Wenn ihr genau hinguckt, es sind immer nur die gleichen Einsatzgruppen, die da sind, weil die anderen nicht mehr kommen. Also, was wollt ihr? Mummenschanz oder Abbruch? Dann bitte Mummenschanz, alle den Propeller machen und dann geht ihr da hinten. Ich sehe von hier, da hinten zwischen den Bäumen, unwahrscheinlich viel Platz. Die Polizei hier hinten, die hier gerade aufläuft, der Raum hier hinten ist auch für uns frei. Dann zieht sich die Polizei zurück, wir stellen die Boxen nach hinten, ihr hört, seht uns aber vielleicht nicht. Sonst kriegen wir hier nichts gebacken. Bitte, bitte, bitte. Mummenschanz oder Abbruch, eure Entscheidung, demokratisch. Ja, vielen Dank für die nordkoreanische Tanzchoreografie. Gerne noch einmal machen, damit es auch alle sehen. Einmal den Propeller, macht den Nordkorea-Propeller. Einmal drehen, wunderbar. Kim Jong-un ist stolz auf uns. Und wir bitten hier jetzt mal einen Polizeivertreter hier hochzukommen und zu sehen, dass sich keiner mehr berührt. So, durch diese... Es ist hier ganz eindeutig erkennbar, dass die Abstände eingehalten werden. Ich hoffe, das nehmen die Kollegen von der Polizei auch zur Kenntnis. Es ist eine alberne und erniedrigende Angelegenheit. Ich hoffe, das hat dich klar gemacht. Also an die Mitarbeiter der Polizei, von hier oben sind eindeutig die Sicherheitsabstände zu erkennen. Das hier aufzulösen, ist ein weiterer Beweis, dass hier nicht demokratisch gehandelt wird. Und denkt bitte langsam dran und informiert euch in den Medien, wenn es so weit kommt, dass sich Polizei und Militärveteranen zwischen die Polizei und das Volk stellen. So ist es in Holland. Und das wird ja auch mal passieren. Das Interessante ist, man sieht hier die Gegendemo von der Antifa. Ich zoome da mal kurz ran. Ich hoffe, man konnte es erkennen. Also da scheint...
liegen Millionen von Menschen in unserem Land, wird nicht vergeben werden, sondern wird gesühnt werden. Darauf gebe ich mein Ehrenwort. Und es ist nicht zu spät umzukehren. Für die Leute, die sich heute schon wieder an einem politisch motivierten Verbrechen beteiligen. Und irgendwann wird trotz der Friedens- und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, in dem Moment, in dem einer von uns wirklich ernsthaft ganz schlimm zu Schaden kommt, garantiere ich für nichts mehr. Dann werden diese Leute, die das verursacht haben, unmittelbar zur Rechenschaft gezogen werden. Auch darauf gebe ich mein Ehrenwort. Die Polizei marschiert jetzt hier gerade eben auf und möchte diese Versammlung auflösen. Rechtswidrig, so geht das einfach nicht. Ich möchte nicht, dass hier irgendjemand zu Schaden kommt. Und ich kann einfach nur den Hinweis darauf geben, dass der Alexanderplatz sehr nahe ist, dass der Alexanderplatz nicht einfach so räumbar ist. Mehr kann ich nicht sagen. Ich wünsche noch, ja, das ist die Versammlung gewesen auf dem Rosa-Luxemburg-Platz. Mehr ist ja nicht mehr zu holen. Alex! Alexanderplatz! Disclaimer. Wer unbedingt Geld loswerden will, ist hier falsch. Ich bin nicht käuflich und komme auch ohne Spenden und Geschenke über die Runden. Meine Inhalte geben entweder mein Wissen weiter oder spiegeln meine ganz persönliche, nicht von Geldgebern, Interessengemeinschaften oder Parteien beeinflusste Meinung wider. Sollte sich die zufällig mit der einer Institution, Organisation oder Einzelperson decken, ist das reiner Zufall und dürfte spätestens beim nächsten Thema mit hoher Wahrscheinlichkeit davon abweichen. Bottoms up.